Hallo und herzlich willkommen hier bei mir auf meinem Kanal, The Zodiac Tower. Schütze deine Legung. Was wird sich bei dir verändern? Okay, Message, Botschaft für die Schützen. Okay, gleich rausgefallen. Also geht diese Energie geht aus bei dir. Ja, also die ist schon über. Vielleicht bist du auch gerade in diesem Prozess, ja? Okay, was wird sich bei dir verändern? Was wird sich für die Schützen verändern? Bitte Botschaften. Okay. Vier Hedgemans, ja? Das wird sich bei dir verändern. Dein Leid, deine Krisenfunktion. Viel mehr sehe ich bei dir hier auch deine Gedanken, ja? Du hast wahrscheinlich eine Krise in deinen Gedanken. So sehe ich das hier. Irgendwas wird sich bei dir aufarbeiten und das geht raus, ja? Liebestechnisch, ja, liebestechnisch. Du wirst hier mehr Empathie bekommen, so sehe ich das hier. Mit der Höhepriesterin hier auch haben wir hier. Aus der Schwerter. Ja, dein Mindset, ja, das wird sich verändern, ja. Deine Blockierung im, sozusagen in deinen Gedanken, das wird sich bei dir verändern. Vier der Münzen. Du wirst hier, weißt du, was sich bei dir verändern wird? Kurze Aussage, knapp. Du wirst hier nicht mehr so sehr dich festhalten an bestimmten, wie drücke ich das jetzt aus? Manchmal ist es schwierig, hier mich auszudrücken, weil ich so viel im Gedanken reinbekomme. Also, pass auf. Du wirst hier dich nicht mehr so sehr verkrampfen in deinen Gedanken oder festhalten an gewisse Sachen, ja, zum Beispiel hier auch in Bezug auf Männer, ja, da wirst du Abstand nehmen, ja, weil ich sehe, manchmal hast du so sehr geklammert oder du hast an deine Ideen geklammert, an Vorstellungen geklammert und das wirst du hier ablegen, weil du hier mehr in deine Intuition gehst, ja, du empfängst mehr auch von oben, so sehe ich das hier, ja. Deine Intuition wird sich hier mehr ausweiten, ja, du kannst hier viel mehr empfangen auch, ja, und bei dir ist es wirklich so, du hast hier wirklich Herzschmerz gehabt, ja, in Bezug auf einen Mann, kann möglich sein, dass hier Blockaden drin waren, auch in der Liebe, und aus dieser Blockade gehst du hinaus, ja, aus dieser Blockade gehst du hinaus, das wird sich bei dir verändern, auch in Bezug darauf, wenn du jetzt hier ein Projekt hast, was wirklich jetzt hier oder eine Situation, die hier wirklich im Stillstand ist, wenig Fortbewegung daran, das wirst du auflösen und hier mehr Dynamik und Leidenschaft entwickeln in dein Handeln und in dein Tun. Ja, du wirst dich hier kreativer ausleben, sozusagen. Bei dir sehe ich auch hier, was ich reinbekomme, du sollst, was heißt du sollst? Mehr Klarheit, du bekommst ja auch mehr Klarheit und Blau. Blau ist für dich wichtig. Blau würde dir gut tun. Ja, Blau würde dir gut tun, weil du hast hier eine Blockierung, gefühlsmäßig und eine kreative Pause hast du hier. Eine kreative Pause. Du kannst irgendwie hier nichts aufnehmen. Ja, das ist bei dir so. Deswegen gehst du auch hier mehr in deine Dynamik und das wird jetzt wieder zurückkommen. Dein Feuer kommt wieder zurück, deine Leidenschaft kommt wieder zurück. Das wird sich bei dir verändern. Bitte Botschaften für die Schütze. Was wird sich bei dir verändern? Familienleben, ja, genau. Deine Familie, dein Familienleben, deine Grundierung, deine Sicherheit, ja. Die wird sich hier mehr in deine Balance gehen, ja. In deine Balance auch. Auch bei manchen macht das von Bedeutung hier mit deinen Kindern, ja. Das kommt hier mehr in einer Gleichung. Ihr werdet euch jetzt hier besser verstehen. So sehe ich das hier auch. Und am 9 der Münzen haben wir hier. Dein Mind wird sich verändern, deine Ausrichtung, deiner Gedanken. Du wirst hier auch mehr stabiler sein. Du kommst hier in deine Balance, ja. Mit deinen Kindern und mit deiner Vergangenheit wirst du hier auch einen guten Kompromiss schließen können. Für den einen oder anderen macht das Sinn. Also du hast hier mehr,
Du kommst mehr auf einen Nenner mit deinen Kindern, ja. Und hier ist eine gute Ausgewogenheit drin. Und hier die 9 der Münzen, du bekommst hier sozusagen auch eine Belohnung. Deine Belohnung wird sein, dass du dich freier fühlst, dass gewisse Lasten von dir abstreifen, ja. Und deine Klarheit, du bekommst hier wirklich Klarheit. Und Blau ist für dich sehr gut, ja, momentan. Diese Energie sehe ich jetzt hier, weil du dich erweiterst in deinem Bewusstsein und auch in deiner Klarheit. Du weißt jetzt wirklich, was du willst. Du stehst zu dir, ja, egal, auch was andere sagen. Das war dir früher, so empfinde ich das hier, Schütze, ja, dass du dir manchmal schon Gedanken gemacht hast, was die anderen denken. Aber eigentlich ist es egal. Und aus dieser Energie gehst du raus. Das wird sich bei dir komplett verändern. Das ist hier auch hier Mindset, Aufarbeitung, ja. Und wenn du jetzt hier eine kreative Pause hast, sozusagen, dann sage ich dir, du kommst wieder in deine Balance, ja. Das wird hier wieder festig werden, ja. Du gehst wieder in Freude. Du gehst hier wieder in deine Stabilität und in deine Freude, weil alles ist nur in deinem Kopf. Du bist der Magier, sozusagen. Du bist der Magier und alles liegt in dir drin. Du kannst hier deine Dinge manifestieren und sie in die Wirklichkeit holen. Ja, das ist für dich. Schütze, du hast mega gutes Potenzial. Ja, du kannst gut manifestieren. Und das sollst du auch machen. Du hast eine gute Kommunikation nach oben auch. Ja, du bist der Magier. Ja, du kannst hier alles handeln. Du hast viele, vielerlei Tools in dir, die wirklich jetzt in die Öffentlichkeit möchten. Ja, auch hier. Und das wird dich sowas von grundieren in deiner Balance. Deswegen haben wir hier auch die Balance drin, ja. Schütze, das vor dir, das vor dir. Bloß du darfst nicht vergessen. Daher auch hier 4 der Schwerter. Du musst das gut verarbeiten und dich dadurch auch immer viel erden, ja. Erdungsarbeit ist bei dir sehr. Und schau mal hier, alles gelb auch, ne? Also hier höhere Bewusstseinsentwicklung für dich, ja. Höhere Bewusstseinsentwicklung für dich, mehr Kreativität kommt für dich, hier mehr Fülle, mehr Positivität. Das ist bei dir ersichtlich. Schütze, ja, that's for you. Hier, Weisheit, höheres Bewusstsein, das ist das hier, mit sich selbst, ja, im Reinsein. Du wirst viele Dinge für dich beleuchten und viele Erkenntnisse erzielen. Das ist für dich deine Botschaft, Schütze. Danke für das Anklicken dieses Videos. Ich wünsche euch alles Gute, Schütze, und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.